Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Berliner mit einer neuen Folge Pollen. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen und ihr könnt mir einen Kommentar mal reinknallen oder haut einen Daumen rein, wie ihr möchtet. Ansonsten geht's nun weiter. Viel Spaß. Ja, ist gut. Da ist eine Spur, seht ihr das? Geht denn jetzt ab? Bin ich jetzt zurück? Nee? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Wow. Okay. Press Play. Es ist jetzt schon Monate her, vielleicht schon fast Jahre oder so. Ein Jahr. Mittlerweile haben wir wohl schon Dezember. Und ich bin heute aus der Luftschleuse entkommen. Ich habe mit Vorschlaghammer die äußere Tür eingeschlagen und... Keine Ahnung, was ich von all dem hier halten soll. Diesem Ding aus in der Hülle zusammenhängt. Mit dem Wesen, okay. Nach all der Zeit, die ich hier war, nach allem, was ich gesehen habe. Keine Rettung. Okay, die haben irgendwas unten gefunden. Mal sehen, was sie gefunden haben. Sie redet von einem Monster. Kann ich jetzt hier ran? Nö. Jetzt auf der anderen Seite oder was? Ja, jetzt. Ach so. Okay. Nee, ich bin hier. Okay, also ist das jetzt. Eigentlich sind die alle weg oder wie soll ich das verstehen? Also wenn ich das Ding jetzt wieder anfasse? Wieder drehe, da reingucke, dann werde ich wieder rüber teleportiert. Okay, ich verstehe. Jetzt bin ich wieder in der normalen Zeit. Nee, bin ich nicht. Iron Lem. Okay. Wir sind wieder zurück. Ich weiß immer noch nicht, was hier los ist. Channel 1 bis 3. Lass mich rein. Okay. Na gut. Wir gucken hier nochmal rein. Vielleicht habe ich irgendwas drüben übersehen, Leute. Kann ja alles sein. Ich will gerne nochmal rüber. Wir haben das Turmband gesehen, wovon sie rettet hat, dass sie entfliehen konnte, in die Freiheit gegangen ist, also durch die Schleuse. Und dass sie... Wir müssen uns mal das Bild angucken. Vielleicht ist da noch was zu sehen drauf? Nee. 18.01.95, 16 Uhr. Das ist ja sonderbar. Irgendwie ist das hier alles sehr seltsam. Ach, jetzt ist die Tür hier offen? Was ist denn hier los? Schaut mal, Leute. Okay, das habe ich ja vorhin nicht nachgemacht. Was ist hier los? Wow. Dunkelheit. Das ist ja seltsam. Cool. Standardhandbuch, Basistüren, Lüftung. In diesem Buch finden Sie Richtlinien und Lösungen zu den folgenden Problemen. Schwankungen des Luftdrucks und der Durchlüftung. Luftdichte, Versiegelung, Reparatur und Austausch von Teilen in Tür- und Belüftungssystemen. Notfallreparaturen in sauerstoffarmen Umgebungen. Aha, Sicherheitsmechanismus, kompatible Luftschleuse, ALD bis ALD 99. Ach du Scheiße. Was war das denn jetzt eben? Okay. Ach so. Cool, da haben wir den Ausweis, den wir gefunden haben. Security Level. Ach so, die behält gleich in der Tasche.
Ist ja mal schön. Das heißt, wir haben hier ein Inventory mit der Tab-Taste. Natürlich auch nice. Achso. Was heißt denn das da? Achso, nur ausmachen. So, jedenfalls ist diese Basis aus irgendeinem Grund komplett verrottet. Ach, was haben wir denn hier noch? For the Rescue Team. Okay, wir brauchen ein Aufnahmegerät. Oder ist es das? Nee. Das kennen wir ja schon. Ist der Helm da oben? Die Tür geht hier nicht. Mal sehen, ob wir jetzt... Was haben wir denn hier? Ja, Mittel. Okay, schon seltsam, Leute. Auf jeden Fall muss irgendwas Außerirdisches sein. Und... Richtig unheimlich. Ich versuche mal rauszukriegen, wieso diese Tür nicht aufgeht, wo ich hier einen Fehler mache. Ich kann mir nur vorstellen, dass hier kein Saft auf der Leitung ist. Aha, hier ist was. Kann ich aber nicht bedienen, Leute. ALPS2. Hm. Ja, jetzt ist natürlich ein Ding. Das muss ich gleich loswerden, Leute. Ich habe jetzt diesen Spielstand neu geladen. Und habe glatt 5 Minuten im Ladebildschirm fast gehangen. Also ist nicht nur beim Tod so. Beim Tod, glaube ich, war schneller. Ich probiere das Ding nochmal. Weil mir ist was eingefallen. Ja, wie gesagt, Ladebildschirm 5 Minuten, fast 6 Minuten, würde ich sagen. Also 5 Minuten waren es hundertprozentig. Das war schon echt heavy, muss ich sagen. Weil mir ist nämlich eins eingefallen. Hatten wir nicht ein Tonband gefunden? Wie war das so, dass wir ein Tonband gefunden hatten? Okay. Ich habe gerade eine Ahnung hier. Hier nicht noch ein Tonband? Ja, jedenfalls Ladebildschirm ohne Ende, ewig lang. Das Bild hatten wir schon geguckt. Wo ich dann echt so gedacht habe, nächstes Mal lässt du ein bisschen das Spiel an, auch wenn du erst Tage später spielen tust. Weil dann... Was war das? Achso, das war der Terminal, war ja. Das war schon echt heavy, muss ich sagen. Okay, hier waren wir. Okay, hier konnte man nichts sehen. So, ich habe mir ist nämlich was eingefallen. Wir hatten doch den Tag ein Tonband gefunden. Seltsamerweise habe ich das nicht in der Tasche. Ich frage mich gerade, warum. Das wundert mich jetzt gerade enorm. Schraubenschlüssel, Schraubenzieher. Komischer Spaten und ein Pressluftding. Wo ist denn diese Tonband? Hier ist der Stift. Hier ist das. Hier sind so eine Spitzhacke. So, hier ist ditte. Ich suche jetzt dieses Tonband. Hier war dann Tonband, Leute. Guck mal nach. Das haben wir schon abgespielt. Wir wollen jetzt dieses Tonband rausnehmen. Okay. Nein, nein. Oh Mann. So, das haben wir jetzt in der Tasche, ne? So, da haben wir. Achso, da haben wir das andere. Das habe ich gesucht. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Die können wir da bestimmt. Jawohl, Leute. Es klappt. Jetzt bin ich gespannt. This is Karen Kowalski. I am a technician here in Research Base M. I don't know how, but it looks like everyone has disappeared. I was building the platform below the
So if you're listening to this, come and find me. Okay, Leute. Das heißt, das auf Deutsch gesagt, ich war unter der Plattform, hat gearbeitet. Alle sind verschwunden. Die Luftschleuse war verklemmt auf einmal. Okay, ich sehe was. Ich sehe was, da ist es. Okay, cool. Jetzt wird's spannend. Okay. Wow. Oh, da oben ist Feuer. Das ist jedenfalls nicht gesund. Guck mal da oben, Leute. Da sieht er dieses komische Pollenzeug. Was ist hier passiert? Oh, da unten ist auch Feuer. Lebt hier noch jemand? Weil sie sagt ja selber, holt mich hier raus. Haben wir da ein neues Foto? Die waren dann jedenfalls ganz alleine. 18.01.95 um 16.02 Uhr. Gut, es steht nichts drauf. Was haben wir hier für Bilder? The Investigation. Okay. Space Detektiv. Oh, ein Krimi-Roman. Und Sherlock Holmes. Okay. Jedenfalls hat sie was zu lesen gehabt. Waren sie nicht ganz alleine. Konnte ich ein bisschen ihre Fantasien. Stuhl hat sie auch gehabt. Fantasie spielen lassen. Was haben wir denn hier? Long-Term Isolation in Space. Das passt ja wie Faust aufs Auge. Publikationsserie. Müssen wir da mal gucken, ob es das Buch wirklich gibt. Killshot von Steve Fox. Rama. Getaway Drivers Hired. Okay. Auch nicht besonders. Was hat sie hier? Hydrotonik. Okay. Futter machen. Essen hat sie auch zu Genüge. Können wir das einstecken? Nee, können wir nicht einstecken. Und da haben wir Medis. Was sind denn das für Age? Steht da was drauf? Biodein, Hydrosyrup oder so. Also nichts Besonderes. Da ist die nächste Tonbandaufnahme. I try to keep Amy's research work going on here. Even with the lack of light, seem to be doing fine. But the bees are behaving strangely. They seem to spread some kind of luminescent dust. Aha. Now they are keeping out of reach, so I haven't been able to catch one to examine, but I'll keep trying. If this is some kind of experiment, I wouldn't mind it ending soon and the rescue team coming through the airlock. A week feels like a month when you're alone in the dark. Okay, also ich hatte Dunkelheit gehabt, ist keine Stromversorgung. Die Bienen haben leuchtendes Material, ja. Oh, jetzt kriegen wir Besuch. Das scheinen die Bienen zu sein. Die halten sich wohl immer auf Abstand, sagt sie. Sie probiert eine zu fangen. Und. Ja, ist schon seltsam hier, Leute. Okay. Kann man nicht irgendwie Licht anmachen? Ich mag der Pilzertaschenlampe nicht. Also auch alle zu. Da oben ist ein Airlock. Kommt man da wieder hoch? Ja, hier kommen wir hoch. Hier kommen wir auch hoch. Aber die Airlock ist zu. So ein Scheiß aber auch. Wow. Das geht nicht. Ah, sind wir da reingekommen? Achso, da sind zwei offene Türen. Wir sind von da hinten rein. Dann ist die hier neu. Dann schauen wir mal rein. Mal sehen, ob es da Überlebende gibt. Ui. Okay, Atmosphäre kommt schon geil rüber, Leute. Oh, Erste Hilfe ist immer gut. Wieso nimmt er die nicht? Ich brauche doch Erste Hilfe. So, jetzt sind wir hier drin. Okay. Da ist nichts Besonderes. Hier ist nichts. Hier ist überhaupt nichts. Die Tür ist wesentlich auch offen. Jetzt kommen wir zum Crew-Quartier. Wow. Okay. Hier ist alles nass. Hier ist Wasser ohne Ende, Leute.
Tablets. Da ist wieder ein Foto. Base M. 20 Titan, ja. Okay. Halt mal. Auf der Rückseite mal gucken. Yo, clean your mess. Okay, machen wir doch. Habe ich aber viel zu tun, wenn ich jetzt sauber machen muss. Aber es kommt echt geil rüber. Hier hat jemand Strom erzeugt mit dem Fahrrad. Okay. Klappt nicht so, wie ich will. Jo, hier sollte mal die Putzfrau wieder agieren. Was haben wir hier? Hier leuchtet was. Okay. Wow. Ein Buch reingelegt worden? Guide of Extreme Space Age. Okay. Auch nur ein Buch ohne Notizen. Was noch ein Buch? How to make friends and influence. Okay, hier scheint jemand Probleme gehabt zu haben, Freunde zu finden. Also den krieg ich also nicht hier weg. Okay. Ja, so sah es bei mir mal als kleines Kind aus. Wenn es hieß, ich soll aufräumen, dann habe ich immer die Sachen. Upsala. Einfach nur in die Ecke gestopft in den Schrank. Ich glaube, das hat jeder von uns gemacht, oder? Okay, ein steinharter Schwamm, das ist schon mal schick. So, wir sind hier reingekommen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Fitnessraum, aber wir haben keinen Ausgang. Ja, ist ein Foto. Oh, nein, da sind noch mehrere Sachen. Da ist wieder ein Tonband. Dear Jessica, I got your lead. Wenn mein Englisch so beschissen wäre. I'm very alone. Okay, Grandma. So, da ist wieder ein Tonband. Stecken wir mal ein. Okay, ich sehe uns weiterhin nichts. Hier muss aber ja noch jemand sein, hoffe ich, vermute ich mal. Irgendwas muss da hiermit sein. Hm. Okay. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ne, hier kommen wir scheinbar nicht hoch. Doch, hier kommen wir hoch. Wow. Hört ihr das? Hier liegen überall Bücher rum. Und wo sind wir jetzt hier? In den Quartieren selber? Also hat auf jeden Fall jemand an den Kabeln rumgespielt. Aber hier ist nichts. Karen Kowalski, hier würde ich gerne rein. Aber das geht alles nicht. Das ist alles manipuliert worden. Aber warum? Okay. Tja, bisher kommen wir der Sache noch nicht auf die Spur. Clean up your message. Wir müssen uns jetzt mal nochmal ein Tonband besorgen. In die nächste Botschaft reingucken. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, Party. Party auf dem Foto. Base M 20 Titan Years. Okay. Die Station scheint... Oh, da haben wir wieder ein Turmband. Den wollen wir gleich mitnehmen. Die Basis scheint 20 Jahre alt zu sein, Leute. Okay, Time Space. Time and Space. 25 Years UNSA. RMA Industries. Configuration für 25 Jahren. Okay. So, dann werden wir mal zurück... Dann werden wir mal zurückdackeln. Und sie Tonband anhören. Ich frage mich, was es mit den Bienen auf sich hat. Sie sagte ja in dem Tonband, dass die Pflanzen völlig in Ordnung seien. Und nur die Bienen sich seltsam verhalten, anfangen zu leuchten. Wieso fangen sie an zu leuchten? Vielleicht werden sie gelenkt von einem Außerirdischen. Ich glaube, die Sprünge sind nicht so gut, die ich hier mache. Oh, der Tag. Das hatten wir auch schon, genau. So, dann gucken wir mal. Nehmen wir unser Band hier mal raus.
Jetzt sollten wir uns angewöhnen, die Dinger eh immer mitzunehmen. Nein! Fuck. Also ich bin keine Frau, ich bin also Mann. Help? Nein. So, jetzt hatten wir andere Tonbänder gefunden. Welche waren das jetzt? Die hier, ne? Warte mal, das hatte ich. Was ist denn das da? Was soll denn da? Also, machen wir erstmal das drin. So, dann hören wir mal rein, Leute. Okay, sie hat es hier also nicht mehr ertragen. Und sie überlegt, ob sie ins Büro, ins Labor zurückgeht und sich dem Ding stellt. Jetzt ist natürlich die Frage, was meint sie mit Ding? Das wird ja immer mysteriöser hier. Ja. Okay, dann sieht sie noch recht locker. Sie ist eingebaut in die Bibliothek, um sich ein paar Bücher zu klauen. Ich meine, damit ist sie schon tief gesunken. Das war das Band, was drin war, oder? Mal gucken, hören wir nochmal an. Ja, ein paar Jahre schon hier oder Monate, weiß ich nicht. Ja, wohl schon Dezember, okay. Das ist die vom Anfang. Vorschlagkammer. Die haben wir schon gehört in der Folge 1. Weißt du, was die Visor mir hier noch anzeigt als Ausrufezeichen? Und ich sehe da die ganze Zeit was blinken. Guck mal da, da ist noch eine Aufnahme. Okay, also sie hat die mit den, wie ich schon gesagt habe, mit den Fahrrädern da hinten Strom erzeugt. Und ja, hofft, dass sie da rauskommt. Und das Einzige, was sie ihr noch tut, ist das Sonnenlicht. Die Viecher sind immer noch da rum. Ja, das würde ich sagen, machen wir erstmal hier eine kleine Pause, machen in der nächsten Folge weiter. Vielleicht finden wir Karen noch, vielleicht tötet sie oder will sie uns auch töten, wer weiß. Und somit würde ich dann sagen, erstmal schön mit Öl, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Könnt ihr einen Daumen da lassen oder mal einen Kommentar, was ihr von dem Spiel haltet bisher. Ich finde es von der Atmosphäre sehr, sehr geil, muss ich echt dazu sagen. Aber mal gucken, was draus wird. Gut, ich wünsche euch was. Dankeschön und schön mit Öl, wa? Euer Berliner.